Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 1. Yep, ich bin's wieder, euer Hell und 1986, der ja diese Mission jetzt anfängt. Wir sind in Fort Knox, also die Hey, hast du Mission gehört? nennt sich Fort. Und unsere Aufgabe ist es, dort oben hinzukommen. Und verdammt mich nochmal, das sind 1000 Meter, das nennt man auch fast einen Kilometer, den wir da uns hinkämpfen dürfen. Und ja, wir haben uns ja in der letzten Folge hier abgelegt und haben. Okay, ich dachte jetzt wäre hier irgendwie eine Kuh oder so von den Glocken her. Also es hört sich so an, so wie Kuhglocken. Ja, wir sind hier im wunderschönen Island. Haben ja hier unser Boot abgestellt. Hier habe ich euch ja das letzte Mal verlassen. Wir sind jetzt ein bisschen brauner geworden. Uns geht es etwas besser und deswegen fahren wir jetzt mit dem Boot hier vorne an Land, um uns dann durch den Dschungel dorthin zu schlagen, denn ich habe irgendwie gar keinen Bock da, mich durch die ganzen Leute zu kämpfen. Was glaube ich auch nachvollziehbar ist, oder? Aber so wie es ausschaut, doch da hinten kann ich landen. Haha! Ob das der richtige Weg ist, ist natürlich dann. Oh ne, ich mag diese anderen Motor. Ich mag deren ihre Motorboote nicht. Die sind nicht gut für mich. Aber ich wollte gerade sagen, bemerken die mich nicht oder was ist los? Aber anscheinend haben sie mich wirklich nicht bemerkt, deswegen, ja. Klaue ich denen jetzt das Boot unterm Arsch weg. Was habt ihr jetzt davon? Und damit sind wir auf dem Patrouillenboot. Und. Ey, was soll denn die Sauerei? Die können auch immer Raketen schießen. Warum kann ich das nicht? Egal, versenken wir erstmal unser kleines Boot. Können wir das überhaupt versenken? Ja, können wir. So, damit können sie uns nicht mehr entdecken. Also, wir müssen da oben hin. Der Strand sieht doch schon mal ganz passabel aus. So, dass wir hier unser Boot abstellen können. Auch wenn ich das jetzt nie wieder benutzen kann. Weil das werde ich nicht zurückbekommen. Aber wir müssen uns jetzt eh hier durch den Dschungel schlagen. So, erstmal nachgucken, ob hier noch irgendwelche Leute sind. Ne, sieht im Grunde nicht so aus. Scheint sogar der richtige Weg gewesen zu sein. Zumindest hat er jetzt mal wieder sporadisch das Spiel gespeichert. Nachladen, wir sind voll, das ist gut. Und man bewundere einfach wirklich nur die Optik. Also ich finde es wirklich schön gemacht. Na klar, die heutigen Spiele, die haben da noch viel mehr drauf, aber ich meine, ne, für das, wann das Spiel erschienen ist, ist das schon nicht schlecht, Herr Specht. Hier haben wir hohe Bäume und da haben wir Gras und hier haben wir einen abgestürzten Flieger. Also wir sind jetzt hier bei Lost. Wir werden noch ein paar Figuren da drin finden. Nee, schade, doch nicht. Doch kein Lost. Und man achtet auf die Reflexion auch, also jetzt hier so mit den Sonnenstrahlen und so. Ne, zwischen den Blättern, auf die Waffe, auf die Hand. Also ich finde es klasse. Gefällt mir gut. Habt ihr gut ausgewählt? Habt ihr gut gemacht. Wenn da mal einmal was gut macht, ne? Ich verstehe es immer noch nicht. Ah, da hinten ist eine Patrouille. Warum haben ausgerechnet wir diese große Schüssel? Hast du dir eigentlich mal die Karten angesehen, du Schwachkopf? Wir befinden uns in der Mitte der Inselgruppe. Von hier aus decken wir die Mai. Ich hol die anderen! Was? Warum? Die haben mich gesehen, die Schweine. Warum haben die mich einfach gesehen? Das war nicht abgesprochen. Hey, du! Und warum schieße ich drüber? Oh mein Gott, ey, ist das wieder peinlich, was ich hier abliefere da. Da schießen die einfach auf mich. Als ob die hier mich gesehen hätten. Oh, wo bist du denn? Was bist du denn? Ja, komm, ja, stirb. Hallo? Da willst du mich jetzt hier. Ja, genau. Aha. Aber das war. Also, Leute, das war doch jetzt wohl lachhaft, oder? Ich schieße ihm, weiß ich nicht, wie viel habe ich ihm in den Kopf geschossen? 50 Kanonenkugeln, Patronen und ja, denkt sich. Nur 50? Ne, du brauchst aber 51, damit du mich töten kannst. Manchmal mag ich so welche kleinen Fehler nicht in dem Spiel. Die stören den Spielfluss etwas.
Dann werden wir uns nochmal zu denen durchschlagen. Ich glaube, ich laufe eben gerade ein bisschen ungünstiger. So, jetzt sehen wir auch wieder was von der Umgebung. Kann ich eigentlich, ich weiß nicht, wie weit die Physikspielereien gehen. Aber anscheinend kann ich hier die Bäume nicht umhauen. Okay, die Texturen werden hier etwas komisch geladen. Und da, also steht wirklich alles auf High Quality, übelst geile Details. Trotz alledem werden die Texturen, oder wurden die Texturen eben gerade etwas komisch geladen. Kann natürlich sein, dass es die einzige Palme ist, wo das so ist. Wo das so vorkommt. So, jetzt gehen wir hier mal in den Schleichmodus. Gehen wir wieder aus dem Schleichmodus raus. Ich muss mir erstmal mich hier orientieren, wo die sind, die Döspaddles. Die müssten doch da hinten sein, oder? Hallo, könntet ihr mal reden? Ich sehe euch nicht. Abonnenten, redet mit mir. Ihr müsst mit mir reden. Nein, müsst ihr natürlich nicht. Jetzt reicht's jetzt. Möchte ich mich erstmal hier lang kämpfen. Ich möchte erstmal wissen, was hier überhaupt so los ist. Ja? Was ist eigentlich unser Ziel? Begeben Sie sich auf den Berg zur Festungsruine. Jo, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich hätte da einen Tipp für Sie, Jack. Entlang der Pfade werden Sie vermutlich auf mehr Widerstand stoßen als im Dickicht. Wenn Sie also im Dschungel bleiben, dürfte das Ihre Überlebenschancen erhöhen. Jo, ich weiß noch, was meine Überlebenschancen erhöht. Ich habe hier was Lustiges gesehen. Und da unten sehe ich was anderes Lustiges. Tja, versucht euch doch zu verstecken. Ist nicht. Ihr habt keine Chance. Ich sitze an dem G. Ich knall euch alle ab. Ob rot oder nicht. Das ist mir sowas von egal. So, noch jemand? Hm? Was? Du lebst noch? Ist schon lieber. Lebst du immer noch? Er lebt immer noch. Ey, der kriegt ja. Kriegt hier so viel MG-Salven ab und er lebt. Der läuft da von links nach rechts. Das ist ihm schön egal. Und da läuft er wieder eine Runde. Er ist schon wieder so ein unsterblicher Gegner. Was soll denn das? Oh, jetzt aber nicht mehr. Oh, hinten hat sich auch noch irgendwas bewegt. Zumindest laut Karte. Schießen wir mal vorsichtshalber in die Richtung. So, haben wir das Lager da unten aufgeräumt. Ich denke, die werden keine Verstärkung mehr rufen oder mich abschießen wollen. Also das heißt, ich kann hier in Ruhe durchsuchen, was da denn alles für... Oh! Keine Bewegung. Was? Ey! Ich freue mich eben gerade, dass ich mein Scharfschützengewehr bekommen habe gleich. Muss nur noch die Taste finden für Waffe ablegen. Fall um. Nervensäge. Waffe ablegen. Was ist denn Waffe ablegen? T, Z, V? Nein, V ist ja das. Y? Dritte Maustaste. Enter? Ich muss mal kurz nachgucken. Ja, das ist, wenn man sich nicht mit der Steuerung vorher befasst hat. Kampf. Waffe fallen lassen. Y. Ah, J meine ich. Ich möchte gerne die M4 ablegen. Weg damit. Haha. Papa ist in der Haus. Hey. Ja, genau, du sagst es schon. Hey. Hey. Bleibst du jetzt wohl bitte stehen, V? So. Ich sehe da deine Stirn. Was? Hey! Ist nicht wahr! Da habe ich jetzt schon mein Scharfschützengewehr und was mache ich? Ich verballere alles in eine Ballerei. Oh nee, ey. Es ist jetzt nicht wahr. Das gibt Rache. So. Hast du jetzt davon? Kann doch nicht wahr sein, dass sie hier mir einfach, dass der mir hier meinem Scharfschützengewehr kaputt schießt, leer schießen lässt. Wer schießt denn da schon wieder auf mich? Wo bist du? Nee, die da hinten, die schießen die echt aus der Entfernung auf mich? Die sind doch wohl bekloppt, ey. Wer seid ihr denn bedeppert? Ihr trefft mich doch eh nicht. Testsubjekt. Scheint aber nicht mehr vorhanden zu sein. Ja, ich weiß, die schießen eben gerade auf mich, aber es ist mir gerade ehrlich gesagt egal.